Wisst ihr was? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Wollen wir uns einen Namen geben? Einen Namen? Wie meinst du das, Shella? Naja, unsere Treffen zusammen machen uns allen doch immer so viel Spaß. Deshalb will ich, dass sie etwas Besonderes sind. Und diesen besonderen Treffen würde ich gerne einen Namen geben, damit wir immer eine konkrete Erinnerung an sie haben. Oder ist das seltsam? Nein, gar nicht. Von mir aus gern. Es klingt zwar etwas romantisch, aber ich habe nichts dagegen. Ein Namen für eine Vereinigung? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und Pete, was sagst du dazu? So auf die Schnelle fällt mir kein Name ein. Wenn wir nun schon alle zusammen sind, würdet ihr bitte eure Klingen ziehen? Wir bilden jetzt einen Kreis und dann richtet jeder seine Klinge geradeaus, sodass sie sich alle kreuzen. Dieses Symbol wird in meiner Heimat als Blume der Klingen oder auch Schwertblume bezeichnet. Es stellt die Verbundenheit von Kriegern dar. Wow, das kommt aus Asir. Bedeutet das, man schwört sich ewige Freundschaft? Nein, dafür gibt es keinen Schwur. Oh? Es bleibt einem nur die Erinnerung an das Symbol dieser blühenden Blume. Wahre Krieger verlieren keine Worte über ihre Zukunft. Es zählt nur die Gegenwart und die brennt sich in ihr Gedächtnis. Was die Zukunft auch bringen mag, wir werden diesen Augenblick und diese symbolische Blume niemals in alle Winde vergehen lassen. Wir nennen uns die Schwertblumen. Ich finde, dass dieser Name zu uns passen würde. Die Schwertblumen, sagt sie. Das klingt zwar etwas unheimlich, aber der Name gefällt mir. Mhm. Keine Blume hat Angst vor dem Verwelken und ist stolz, wenn sie blüht. Und genauso wollen wir auch sein. Die Erinnerung an wichtige Augenblicke ist doch viel wertvoller als die Ewigkeit. Pete, du bist ganz rot im Gesicht. Musst du gerade sagen? Entschuldigung. Aus irgendeinem Grund kann ich meine Gefühle nicht zügeln. Alles in Ordnung. Ich glaube nämlich, dass hier gerade ein unvergesslicher Moment entsteht. Und Shella, ist dieser Moment jetzt besonders genug? Ja, natürlich. Es ist soweit. Von dieser Stunde an sind wir die Schwertblumen. Wir sollten diesen Moment für immer im Gedächtnis behalten, auf dass seine Farben nie verblassen werden.